Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, noch ein paar Hinweise. Falls du an einer transformativen Atemsession teilnehmen willst, ich biete 2. September an. Die Daten findest du unten in der Infobox. Meld dich sehr, sehr gerne an. Die transformativen Atemsessions gehen wirklich sehr, sehr tief. Hier arbeiten wir wirklich auf der körperlichen Ebene, auf der somatischen Ebene und holen hier wirklich Dinge aus dem Körperreich hoch, die dich blockieren, die dich zurückhalten, die dafür sorgen, dass du dich vielleicht in deinem Körper nicht sicher fühlst. Also die transformativen Atemsessions sind wirklich so ein Hammer-Tool, um wirklich echte und nachhaltige Transformation herbeizuführen. Also ich kann es nicht genug empfehlen, diese Atemsessions immer wieder mal zu machen, weil man damit einfach sehr, sehr viel an der Wurzel auslösen kann. Falls du ein persönliches Reading haben möchtest oder ein Human Design Audio Reading, dann schau ein bisschen weiter unten in der Infobox. Dort findest du meinen Etsy Shop mit allen meinen aktuellen Angeboten. Ich freue mich, wenn ich dich auch auf diesem Weg kennenlerne. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn auch nur begrenzt in Terminen, weil ich nicht mehr so viele verfügbare Termine habe, dass du bei mir ein persönliches Reading per Zoom live buchst. Da findest du auch ein Stück weit unten in der Infobox alle meine Human Design Reading Arten, die ich anbiete. Das Human Design Key Reading, das ist ein zweistündiges Reading, das sich wirklich hervorragend für Anfänger eignet, die wirklich sehr, sehr umfangreich und tief in ihre energetischen Veranlagungen eintauchen wollen. Oder auch das Fülle-Reading ist auch sehr gut für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet. Das Business-by-Design-Reading für alle, die selbstständig sind oder es werden möchten. Und für die, die schon ein Reading bei mir hatten, bietet sich das Bestimmungs-by-Design-Reading an, um tiefer zu tauchen. Und oder das Solar-Return-Reading für die Energien rund um deinen Geburtstag für das neue Lebensjahr. Ich freue mich, dich auch da kennenzulernen. Jetzt aber zu diesem Video, heute zum Thema, was darfst du loslassen? Und wir haben hier wieder 4 Stapel mit 4 verschiedenen Steinen. Wir haben einmal Stapel 1 mit diesem Stein hier. Jetzt mal schauen, dass er zoomt. Jetzt. Dann haben wir Stapel 2 mit diesem Stein. So, jetzt. Wir haben Stapel 3 mit diesem Stein hier. Und wir haben Stapel 4 mit diesem Stein. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel bzw. Steine aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! Und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben, so ist es immer besser. Wir schauen in das, was du loslassen darfst. Du hast Defense mit die neun der Stäbe, so rum, ja, die das. Dann hast du Fische, die Träumerin, sehr spannend. Du hast die finanzielle Heilung, die habe ich noch nie gesehen, diese Karte, sehr spannend. Deine Existenzängste gehören der Vergangenheit an. Sei offen, um zu empfangen und alle deine Bedürfnisse werden erfüllt. Wow. Du hast die zentrierte Selbstbewusstheit, sein, fühlen, denken und handeln. Verbinde dich mit der Stille, die allzeit in dir ruht. Es gibt kein Problem, das sich nicht schöpferisch lösen lässt. Gehe an den Ort der emotionalen Zentriertheit und richte dich im Inneren aus. Löse das Problem zuerst in dir, dann kann es sich im Außen lösen. Zentriere dich. Sehr spannend. Du hast die Sichtbarkeit, Mut, Selbstliebe und Inspiration. Du hast Erzengel Raphael, der auch mit seiner Heilenergie noch dazu kommt. Du hast Fellow Travelers, Support is all around you, also Unterstützung ist überall um dich herum. Wow. Und du hast die grüne Hügellandschaft mit Vorangehen. Wow. Sehr, sehr spannend. Also ich krieg bei dir, und dazu muss ich was sagen, also ich habe bei dieser 9 der Stäbe gerade die 9 der Stäbe aus einem anderen Tarotkartendeck, das ich besitze, im Kopf. Und zwar, wo sie so in ihren Grenzen steht. Ja? Wo quasi diese Stäbe vor ihr stehen und sie steht dahinter, schon, also wenn sie hinter einem Zaun stehen würde. Und hier habe ich bei dir so ein bisschen dieses Gefühl, dass deine eigenen Begrenzungen
dich total daran behindern, voranzugehen oder auch Unterstützung anzunehmen, weil die Unterstützung wartet quasi auf dem Weg. Die Unterstützung, und das kommt echt so bei dir rein, die Unterstützung, die du dir so sehr wünschst, die kommt nicht und bittet dich höflich, dass du aus deinem Zaun rauskommst, ja, sondern die Unterstützung kommt dann, wenn du, und wir haben hier auch den Mut, wenn du mutig bist, wenn du losgehst und wenn du bereit bist, diese Begrenzungen, die du dir selber erschaffen hast, loszulassen. Und das ist wirklich, das ist so, wenn wir Grenzen setzen, ja, dann ist es sehr häufig so, wenn wir Grenzen aus der Angst heraussetzen, dass diese Grenzen in Wahrheit gar keine gesunden Grenzen sind, sondern wie ein Korsett. Und ungesunde Grenzen können beispielsweise sein, wenn man sagt, na, das habe ich immer schon so gemacht, so bin ich halt, ja, das ist halt, bei mir läuft's halt immer schief in dem Bereich. Das kann ja auch ganz spezifisch im Bereich Finanzen sein, weil wir haben die Finanzen hier, ja. Vielleicht ist es auch gerade dieser Lebensbereich, der materielle Bereich, wo du sagst, ich brauche hier wirklich Heilung. Ich komme hier irgendwie nicht voran. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Und wir sehen aber mit der Fische-Energie hier wirklich diese Träume, die du hast, diese Sehnsucht. Eigentlich willst du ja mehr und eigentlich willst du ja was anderes, aber irgendwie kommst du aus deinen eigenen Begrenzungen nicht hinaus. Du kannst nicht vorangehen, weil du hinter deinen eigenen Mauern sozusagen, die du dir erschaffen hast, stehst. Und es geht darum, diese Begrenzungen, wir reden erstmal nicht von Auflösen, aber diesen Zaun zu nehmen und immer ein Stück weiter zu schieben, damit du mehr Bewegungsradius hast, damit du mehr Spielraum hast. Und es ist ja häufig so, dass gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, ja, geht man dann schnell ins andere Extrem, dass man sagt, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast vielleicht dein Leben lang finanzielle Engpässe erlebt. Ja, es hat vielleicht immer gemangelt. Du kennst das auch aus deiner Familiengeschichte, aus deiner Ahnenlinie heraus. Bitte nimm das einfach auf den Lebensbereich, wo es am besten jetzt passt bei dir. Ich nehme halt jetzt die Finanzen in dem Fall. So, dann ist es natürlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ich bin finanziell frei, ich lebe in der Fülle, dann ist diese Realität so weit weg von der, die du kennst, die dein System kennt, dass dein System innerlich zu lachen anfängt und sagt, ja, klar, lass sie mal reden, ja, dass dich dein eigenes System gar nicht ernst nimmt. Und deswegen ist es wichtig, kleine Schritte zu gehen, die dann aber auch machbar sind, die dein energetisches System auch mitgeht, ja, wo du dich auch drauf konzentrieren kannst, weil es realistisch ist. Häufig ist es wirklich so, dass wenn wir so große Träume haben, die uns so überwältigen, und die so weit weg sind von dem, was wir gerade erfahren, was wir gerade erleben, dass wir unsere eigenen Träume gar nicht ernst nehmen können, weil diese Realität so weit weg erscheint. Und deswegen darf man sich hier wirklich herantasten an diese Realität. Also immer so dieses, wie wäre es denn jetzt ein kleines bisschen besser? Ja? Und wenn man das gemeistert hat und jetzt noch ein kleines bisschen besser, ja? Damit man, da kommst du deinen Träumen auf jeden Fall viel, viel näher, als dieses weit weg zu sein und es zu sehen, und du nimmst immer nur diese Distanz quasi wahr, aber du siehst den Weg nicht, aber der Weg ist da, und das ist wichtig, dass du trotz des Weges, und ich weiß, dass das beim Wandern immer so ist, oder wenn du bergsteigst und so weiter und so fort, ist immer so, konzentrier dich auf das, auf den Schritt vor dir, schau nicht nach oben, konzentrier dich auf den einen Schritt, auf die zwei Schritte, die jetzt vor dir liegen, und genau das ist so ein bisschen diese Botschaft, schau nicht hier, na, vielleicht stehst du hier und denkst dir, oh, wo ist denn, da sehe ich ja gar keinen Weg mehr, wo geht denn der hier hin, muss ich hier um den Hügel rum oder hier um den Hügel rum oder keine Ahnung was. Das ist in dem Stadium, wo du hier stehst, ist das völlig irrelevant. Das wirst du genau dann sehen, wenn du da stehst, dann wirst du wieder weitersehen. Deswegen hier, schau nicht zu weit in die Ferne, sondern lass dich von deinen Träumen ziehen. Wenn sie dich motivieren, wenn sie dich eher demotivieren, dann schmeiß sie weg erstmal, gib sie in den Keller, schreib sie irgendwo auf, gib sie weg und konzentrier dich nur auf diese Schritte, die vor dir liegen, weil das ist auch dieses zentrierte Bewusstheit, konzentriere dich, verstreu dich nicht in Dingen, die du sowieso jetzt nicht beeinflussen kannst, ja, die dich eher demotivieren, weil ganz ehrlich, wenn ich hier stehe und mir solche Fragen stehe, habe ich schon gar keinen Bock mehr loszugehen, weil da so viele offene Fragen und so viel
Unsicherheit sind und vor allem für jemanden, der hier vielleicht ein Sicherheitsthema hat, ja, dann versuchst du dich schon im Vorhinein abzusichern für die Zukunft, soweit wie es geht. Und das ist demotivierend, wenn ich dann Dinge nicht sehen kann. Deswegen konzentriere dich immer auf das, was du jetzt beeinflussen kannst. Und das ist immer der nächste Schritt. Und du wirst sehen, das Leben ist nicht so linear, wie der Verstand sich das denkt, wie der Verstand, ja, das ist immer so und so und dann geht das so und so. Es kommen Überraschungen auf dem Weg. Es kommen Wendungen. Ja, es kommt plötzlich Unterstützung, die dich weiterbringt. Also das ist wirklich, und es ist so spannend, weil diese Karte auch so grün ist wie der Erzengel Raphael, wo wir nochmal diese Heilungsenergie so stark drinnen haben. Also hier geht es wirklich darum, diesen Themenbereich für dich zu heilen und hier wirklich aus deinen eigenen Begrenzungen, die dich hier vermeintlich in der Sicherheit halten, dich daraus zu lösen, damit du vorwärts gehen kannst. Damit deine Träume nicht nur Träume sind, sondern damit deine Träume in absehbarer Zeit greifbar sind. Und greifbar werden sie nur dann, wenn du rauskommst hinter deinem Zaun. Das kommt nicht zu dir. Ja? Das bringt nichts, wenn du hinter deinem Zaun sitzt und dich zu Tode manifestierst und visualisierst, ja? Sondern es braucht dieses Losgehen. Ja? Es braucht diesen Mut, diesen ersten Schritt und dann den zweiten und dann den dritten zu machen. Sehr, sehr schön, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2 für alle, die diese Rosenquarzkugel gewählt haben. Wir schauen in das, was du loslassen darfst. Du hast den Erfolg mit der 6 der Stäbe. Da bin ich gespannt, was jetzt noch dazu kommt. Der Merkur mit Verstand und Sprache. Sehr schön. Du hast Lachen mit Beglücke dich selbst und die Menschen um dich herum durch liebevolles, heiteres Lachen. Du hast schelmischer Humor. Ist das lustig? Ist das spannend, dass wir jetzt das Lachen und jetzt kommt der Humor noch dazu? Lächle und sei glücklich. Einfach so. Schaue in die schelmisch blitzenden Augen eines lachenden Delfins. Delfine lachen aus ihrem Herzen heraus. Das Leben ist ein Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten eines leeren Raums. Sieh die humorvolle Seite deiner Situation. Lache und das Universum lacht in 1000 Varianten zurück. Wow. Sehr, sehr spannend. Du hast die Engel mit Fürsorge, Liebe und Unterstützung. Du hast die Natur. Du hast Finding Sanctuary, Opening to Your Spiritual Source. Also öffne dich deiner spirituellen Führung, deiner spirituellen Ebene. Wow. Und das ist unermessliche Universum mit Erleuchten. Ist das witzig, dass wir hier zweimal so eine Bestätigung drin haben. Ja, also hier haben wir das Spirituelle, da oben haben wir das Lachen und ich habe tatsächlich bei dir die ganze Zeit diesen Buddha im Kopf, der einfach lacht. Dieser glückliche Buddha. Und das ist so spannend, weil der Buddha wird ja auch in diesen zwei Stadien meistens abgebildet. Also der chinesische Buddha, der dicke Buddha quasi, der lacht und fröhlich ist. Und dann ist dieser schlanke Buddha, der quasi im Meditationsstadium ist. Und es ist so spannend, weil diese zwei Dinge genau zusammengehören und man das oft nicht glaubt. Dieses Lachen, der Humor bringt dich automatisch auf eine Frequenz, die höher ist. Wenn du über eine Situation lachen kannst, und das ist auch in der Psychologie so, ja, unser Nervensystem, wenn wir über etwas lachen, weiß unser Nervensystem in dem Moment, wir werden es überleben. Und deswegen, wenn du gerade in schwierigen Situationen deinen Humor behältst, wenn du darüber lachen kannst, wenn du was Witziges findest, dann ist das wirklich wie Aufatmen für dein gesamtes System. Und vielleicht ist das auch in deiner Natur sehr stark, dass du eine sehr fröhliche Person bist, dass du sehr viel lachst, ja. Und das wiederum ist auch etwas, was dich deiner eigenen Spiritualität näher bringt. Je mehr du lachst im Leben, je mehr du in diese Freude reinkommst, aber ich höre immer dieses Lachen im Ohr bei dir, dieses so ein ganz, ganz tiefes Lachen, das so richtig vibriert, das richtig eine Schwingung auch mitnimmt, ja, aus dem Bauch heraus, dieses Lachen. Und es ist so schön, weil dich das einfach,
das massiert ja deine ganzen Chakren, ja, gerade im Bauchbereich, das massiert ja alles, das ist ja auch so ein Lachen aus dem Herzen heraus, ja, wir haben die Liebe hier, ist auch so, so schön einfach, deswegen hier such dir Dinge, wo du wirklich lachen kannst und ich kann dir ein Beispiel geben von mir, weil mir ist das vor 4 Wochen oder so, oder 5 Wochen, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall waren wir in einem Freizeitpark und da gab es eben so Fahrgeschäfte und man durfte halt auch als Erwachsene mit denen allen mitfahren. Und dann gab es da so ein Hühnerfahrgeschäft, wo man auf so einem Huhn saß, auf einem Plastikhuhn, logischerweise, keinem echten, und durch so einen Garten, einen Bauerngarten geritten ist auf diesem Teil. Und ich fand das so lustig. Ich glaube, ich saß eine Viertelstunde auf diesem Huhn und ich musste so lachen und mein Mann hat sich so köstlich amüsiert auch darüber, weil der auch gesagt hat, du hast so richtig, du warst richtig in der Energie des inneren Kindes und ich so, die kleine Miriam, die hat sich hier so gefreut heute, als die auf diesem Huhn geritten ist. Das war so ein richtiges Lachen, das aus meinem inneren Kind herauskam und das fand wiederum das Erwachsenen-Ich so witzig einfach. Also das war einfach so eine schöne Situation und da habe ich mich noch lange Tage danach immer wieder von dieser Energie gespeist, weil mich das einfach so vorwärts gebracht hat. Und gleichzeitig bringt dich Lachen natürlich auch in eine Leichtigkeit rein, ja. Und bei dir ist es tatsächlich dieses, du bist, okay, spannend, Sie sagen gerade, du bist sehr stark auf Erfolg programmiert in diesem Leben. Ja? Aber der Erfolg passiert dann, wenn du genau das, wenn du deinen Humor bewahrst, wenn du das Leben nicht zu ernst nimmst. Also hier so Ernsthaftigkeit loszuwerden, ja, ist eine echt ein Riesenpunkt bei dir, ja, auch aufzupassen, wie redest du über dich und über andere, wir haben den Merkur hier drinnen, wie gehst du mit dir umsprachlich, was erzählst du anderen über dich, ja, was der Ausdruck ist bei dir ganz, ganz wichtig, ja, Halschakra und wirklich dieses, auch diese Rückverbindung mit der Seele und das ist, wenn wir zu sehr im Verstand sind, nehmen wir das Leben zu ernst. Wenn wir mit unserem Seelenanteil verbunden sind, dann erst realisieren wir, wie sehr das hier alles ein Spiel eigentlich ist, auf das wir uns einlassen dürfen, das wir erleben dürfen. Wie sehr unsere Seele einfach Freude daran hat, sich zu erfahren mit allen Sinnen, mit allem, was dazugehört, zu wachsen, Erfolge zu feiern in diesem Leben, sich wirklich in dieses Leben zu stürzen und sich nicht zurückzuhalten. Und hier braucht es bei dir diese Prise Humor dazu, ja, auch gerade wenn Dinge nicht so funktionieren, dass du trotzdem deinen Humor nicht verlierst und dass du trotzdem weitergehst, ja, weil wenn wir Ernsthaftigkeit kann uns auch häufig dann zurückhalten, dass wir es nochmal probieren, dass wir, ja, dass wir uns dem Scheitern dann auch hingeben und sagen, ich bin eh nicht dafür gemacht oder das passt eh nicht, ja, ganz, ganz wichtig, also lerne hier diese Ernsthaftigkeit loszulassen, kümmere dich gut um dich selber hier auch, ja, sei dir dieser spirituellen Unterstützung, die du hast, bewusst. Und wenn du das realisierst, wenn du realisierst, was du in dir bereits trägst, dann ist das im Außen alles nur ein Spiel. In dem Moment, wo du alles, was du suchst, in dir findest und weißt, wie du es in dir herstellen kannst, ist das Außen total angenehm. Warum? Weil du nicht mehr abhängig bist davon. Und das ist so ein bisschen, was auch diese Yogis haben, was ich oft sehe bei den Gurus auch. Ja. Ich arbeite viel, ja, die Kakaozeremonien bei mir machen, wissen, ich arbeite viel mit Ananda Maye, das war eine indische Guru und die ist sehr, sehr stark bei mir präsent. Und wenn ich ein Foto von der sehe, dann sehe ich diese Glückseligkeit, die sie in sich trägt, die ist in ihr. Die braucht nichts im Außen. Die kann das im Außen genießen, weil sie von nichts abhängig ist, weil sie nichts braucht. Ich meine, die ist schon gestorben, ja, keine Frage, die hat ihren Körper verlassen, sagt man ja immer bei Gurus. Und das ist halt einfach diese innere Glückseligkeit, dieses, ich habe ja alles, was ich brauche. Und dann ist alles, was im Außen kommt, ist einfach nur quasi so das, was auf dem Kuchen oben drauf liegt. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen schöner und manchmal nicht, aber es macht keinen Unterschied. Und da kann ich dir noch mal so eine Anekdote mitgeben, die fand ich damals so, so schön. Für alle, die meine persönlichen oder solche Geschichten nicht hören wollen, dann nehmt das mit, was es war, ja. Aber das finde ich so schön, weil das Eckhart Tolle mal gesagt hat, er wurde mal gefragt, wie das ist, seitdem er quasi diese Erleuchtungserfahrung gemacht hat und jetzt in diesem Zustand ist, wie das ist. Und dann hat
hat er gesagt, für ihn ist es so, wie wenn er sich in einem Zimmer befindet und in dem Zimmer steht eine Kerze. Und diese Kerze ist an und das steht dann quasi für die guten Zeiten im Leben oder ist aus und das steht dann für die schlechten Zeiten im Leben. Und früher war das so in diesem Raum, was dunkel, die Jalousien waren unten. Und dann macht es natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob jetzt diese Kerze brennt oder nicht. Deswegen will man ja immer, dass diese Kerze brennt, weil es so schlimm ist, wenn sie nicht brennt. Ja, und sagt dann, seitdem er diese Erfahrung gemacht hat, diese Erleuchtungserfahrung, ist es wie wenn die Jalousien hochgegangen sind, die Sonne scheint rein. Und ja, es ist schön, wenn die Kerze brennt, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie nicht brennt. Und das ist so dieses, was ich bei dir reinbekomme, dieses auf eine höhere Ebene zu gehen, diese Ernsthaftigkeit, die der Verstand oft mitbringt, loszulassen. Ja, wir haben ja hier auch den Verstand, den lieben, und wirklich so aus dieser höheren Ebene herauszuleben, weil du dadurch das Leben natürlich in einer ganz anderen Leichtigkeit annehmen kannst. Sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich, so ein schönes Orakel. Ihr Lieben, wenn euch das Orakel auch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Ich glaube, das ist ein Obsidian. Wir schauen in das, was du loslassen darfst. Du hast die 4 der Schwerter, Erholung. Der Pluto mit Schatten und Mystik. Wow. Dann hast du die ausgewogenen Freundschaften. Deine Freundschaften funktionieren am besten, wenn das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gewahrt bleibt. Dann hast du holographische Sichtweise. Betrachte die Situation aus ganzheitlicher Sicht. Du bist Teil eines größeren Ganzen. Alles ist im kleinsten Teilchen enthalten. Du hast Zugang zu allen Informationen und Fähigkeiten, auch zu deinen außersinnlichen Fähigkeiten. Getrenntheit ist eine Illusion. Betrachte deine Situation aus einer ganzheitlichen, übergeordneten Sicht. Wow. Und das ist die Vergebung, Freiheit, Seelenstärke und Meisterschaft. Lucifer, sehr spannend, dass wir Pluto mit Lucifer zusammen haben. Du hast die Erdung, Grounding, go deep and explore your roots, also entdecke deine Wurzeln, gehe tief. Ja, und da hast du ja mit dem Pluto den richtigen an deiner Seite. Und Brachland mit Sorgfalt, ja. Und das ist auch tatsächlich Pluto-Energie und sind immer, für alle, die noch kein Pluto-Reading bei mir hatten, ist in meinem Etsy-Shop immer, ich werde es, glaube ich, in absehbarer Zeit mal rausnehmen, weil Pluto in diesem Jahr sehr, sehr relevant war und ist da echt nicht schade, sich die eigenen Pluto-Energien mal anzuschauen. Weil wenn der Pluto an diesen rüttelt, und das hat er dieses Jahr getan bei uns allen, dann taucht hier meistens einiges auf. Und der Pluto ist halt kein oberflächlicher Planet, sondern der geht tief, der reißt Dinge an der Wurzel aus. Hier geht es wirklich um Neugeburt. Und bei dir gibt es unterschiedliche Szenarien, aber es geht ganz stark um deine persönlichen Verbindungen, ja? Und um deine Muster in diesen Verbindungen. Weil wir haben hier dieses Geben und Nehmen da und wir haben dieses Du erhole dich. Ja? Vielleicht hast du dich hier immer verausgabt, so immer das Gefühl hast, du musst doppelt so viel geben, wie du nehmen darfst und hast dadurch immer Disbalance kreiert in deinen Freundschaften. Und das ist ein Muster, das man sich hier wirklich anschauen darf. Wo liegt das Problem? Auf welcher Ebene ist das Problem? Ist es in den Wurzeln der Ahnen vielleicht drinnen? Haben wir es hier auf einer höheren Ebene, auf einer Seelenebene vielleicht, wo wir das mitgenommen haben aus anderen Inkarnationen, wo wir gemerkt haben, hey, da ist ein Thema, da habe ich irgendwie das Gefühl, das kann auch ein Selbstwert sein, ein negativer Selbstwert, wo wir das Gefühl haben, wir sind nichts wert, der dahinter steckt. Wichtig ist einfach nur, dass du auf die höhere Ebene kommst, dass du zwar dieses Muster siehst und wie sich das auswirkt, dass du aber auf eine Ebene höher kommst, auf der du dieses Muster dann auch bearbeiten kannst. Weil wenn du immer nur auf der Ebene des Dramas bleibst, auf dem, wie es sich auswirkt, kommst du nicht zur Wurzel. Und das braucht aber der Pluto, um die Wurzel ausreißen zu können. Wenn du immer nur das Unkraut an der Oberfläche abschneidest, dann wächst es in Kürze wieder nach. Das heißt, wenn du merkst, ich habe immer wieder in meinen Verbindungen, Liebesbeziehungen, Freundschaften und so weiter, immer dieses gleiche Thema. Und dann sage ich zu der Freundin, hey, geh jetzt, weil ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
Und dann kommt die nächste, die ist wieder so. Oder du hast immer wieder ähnliche Arbeitskolleginnen, Vorgesetzte und so weiter und so fort. Dann schau dir dieses Thema an. Woran liegt es? Und das ist bei allen von euch unterschiedlich. Ja, da musst du halt einfach, und das ist für mich auch diese Vogelebene, der fliegt über den Wolken. Wenn ich durch die Wolken fliege, das ist die Ebene des Dramas, da sehe ich nichts. Wenn ich höher fliege, wenn ich meine Flughöhe erhöhe quasi, dann kann ich Dinge ganzheitlicher sehen und ich kann sehen, ah, spannend. Da ist das Muster. Das ist das Muster. Erstmal das Muster identifizieren. Das ist das Muster. Das ist mir so und so und so und so oft schon passiert. Da kommt es her. Meine Mutter hatte das. Meine Oma hatte das zum Beispiel. Ja? Oder hey, ich kann hier die Ursache nicht finden. Ich gehe vielleicht mal zur Reinkarnationstherapie, schaue, vielleicht finde ich dort die Ursache, um dieses Muster in diesen Verbindungen zu heilen. Es geht nicht um eine spezifische Person. Du wirst, wenn du so ein Muster in dir trägst, immer wieder Personen anziehen, die genau deinem Muster entsprechen. Ich sage das ja immer wieder. Jemand, der nicht nehmen kann, wird Menschen ins Leben ziehen, die nicht geben können. Das ist der Gegenpol. Das sind wie Batterien, die man, das zieht sich an, zwei Magneten. Ja? Und in dem Moment, wo du erlaubst, dir zu nehmen, wirst du auch Menschen anziehen, die geben können und die auch geben wollen, vor allen Dingen. Und dann wirst du merken, und das ist auch wirklich so ein, du hast hier wirklich so sehr, sehr viel durchgemacht in deinen Verbindungen, weswegen du auch so ein Erholungsbedürfnis hast, so ein, am liebsten will ich niemanden mehr sehen, ich will einfach keinen mehr um mich herum haben, weil mich dieses Thema so nervt. Und gleichzeitig kann man sich da mal zurückziehen. Der Rückzug ist aber in dem Fall nicht die Lösung. Ja? Du tankst dich nur wieder auf für die nächsten Runden in diesem Muster, ja? Sondern es geht wirklich darum, dieses Muster. Wir haben die Freiheit, ja? Dich zu befreien, Dinge wirklich nachhaltig loszulassen. Und das ist immer unterschiedlich, ja, wie man dann mit den Personen im Umfeld umgeht. Manche, also ich bin ein Fan davon, wenn ich ein Muster für mich erkannt habe, dann lasse ich die Person meistens im Außen los, weil dann weiß ich, ich sehe das Muster jetzt und ich bearbeite das auch. Ich brauche dann nicht von außen jemanden, der noch ständig da reinsticht, sondern ich habe es erkannt und ich kümmere mich darum. Bei anderen ist es so, die sagen dann, hey, ich werde jetzt die Person los. Und ach, jetzt tut es nicht mehr weh, weil die Person nicht mehr da ist, die mich permanent triggert und da reinstochert in diese Wunde. Super! Und dann sage ich, ach, das schaue ich mir morgen an oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das ist dann, da braucht man halt, manche Menschen brauchen dann den Spiegel einfach, ja, der immer wieder daran erinnert, dass da noch was ist. Da funktioniert jeder anders, finde da einfach deine Möglichkeit. Für mich ist es immer schwieriger zu heilen, wenn ich einen Ausnehmer habe, der ständig in die Wunde reindatscht, ja. Weil dann kann ich ja eine Wunde nicht versorgen, wenn jemand ständig das Pflaster runterreißt und wieder drauf drückt, ja. Der macht es ja gegebenenfalls nur noch schlimmer. Aber finde da deine Lösung, deine Möglichkeit, um aus diesem Beziehungsmuster von Geben und Nehmen, ja, von Disbalancen, Disharmonien in Beziehungen, ja, vielleicht auch es ist ja meistens so, dass gewisse Beziehungsmuster sich anziehen. Also Menschen, die zum Beispiel Bindungsangst haben, dass die Menschen anziehen, die auch Bindungsangst haben oder Menschen anziehen, die in die extreme Kontrolle fallen. Ja? Und dann kracht es natürlich, wenn solche Beziehungsmuster aufeinandertreffen. Ja? Also hier ganz, ganz wichtig, schau dir dieses Thema dahinter an. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Dann weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4. Für alle, die diesen Stein gewählt haben, das ist, glaube ich, ein Zitrin. Wir schauen in das, was du loslassen darfst. Der König des Ozeans. Der König der Stäbe ist das. Nee, Quatsch, das ist der Herrscher. Dann haben wir den Mondknoten, südlicher Mondknoten, altes Karma. Auch hier, ich habe Mondknoten-Readings in meinem Etsy-Shop, wo ich mir in deinem Human Design Chart den südlichen und den nördlichen Mondknoten anschaue. Das ist echt super, super wichtig, dass man die kennt, finde ich. Meine Meinung, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil die echt so ein bisschen die Marschrichtung vorgeben im Leben und es stellen Lebensaufgaben dar und aber auch Gaben und Ressourcen, die wir mitgenommen haben. Also hier, schau dir das gerne an, wenn dich das anspricht, ist unten verlinkt. Du hast die Geduld mit deinen Gebeten sind erhört und werden beantwortet. Sehr schön.
Du hast die freudvolle Wissensosmose. Öffne dich, bleibe dran, der Erfolg ist dein. Delfine üben und lernen spielend auf vielerlei Weise in ihrem eigenen Tempo. Sie bleiben mit Freude und Eifer dabei. Genieße jedes Lernen voller Zuversicht. Lasse dein Herz für eine Sache glühen und alles, was du lernen möchtest, strömt in dein Leben. Du bist ein Genie, du schaffst es. Wow. Okay. Geduld, dranbleiben. Also heute sind sie echt wieder mit Synchronizitäten voll dabei. Schattenkinder, Fürsorge, Selbstliebe und Heilung. Dann haben wir die Zuversicht. Hatten wir hier nicht auch irgendwo Zuversicht? Da, voller Zuversicht. Jedes Lernen voller Zuversicht. Na, da schau her. Watching Clouds, die Wolken anschauen. Lie back, rest and relax. Also lehn dich zurück, relax, entspann dich, ruh dich aus. Und jetzt kommt noch der Flow dazu. Der Fluss, ist das spannend. Ja, und hier haben wir total gegensätzliche Energien mit dem Herrscher. Auch der sagt, hey, Kontrolle, Strategie, alles durchdacht, alles geplant. Ja? Und das ist vielleicht eine Energie, die aus dem Schattenkind herauskommt. Ja? Vielleicht hat dein Kind, dein inneres Kind, des Öfteren Überraschungen erlebt. Kann auch in anderen Inkarnationen sein, mit dem südlichen Mondknoten, weil wir ja auch das Karma hier haben, wo das Kind, das innere Kind sagt, ne, Überraschungen, das ist nicht meinst du. Ich habe alles geregelt, ich will, dass das genauso läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier, nichts da mit Überraschungen und weiß der Geil, was weiß ich was. Ja, lass das. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, genau diesen Aspekt in dir zu heilen, der häufig ungeduldig wird, der Resultate sofort haben will, der Dinge nicht abwarten kann, der dem Fluss des Lebens nicht vertrauen kann, der sich nicht zurücklehnen kann, der Situationen nicht aushalten kann, in denen es mal nichts aktiv zu tun gibt für dich. Das ist für jemanden, der stark in der Kontrolle ist, sehr, sehr schwierig, wenn es Phasen gibt, wo es nichts zu tun gibt. Jetzt hast du vielleicht noch einen Glaubenssatz dazu, der sagt, hey, ich bin ein Macher, eine Macherin, ich setze Dinge um und so weiter und so fort. Und es gibt aber immer Phasen, wo ich die Dinge machen lassen muss, wo die Dinge ihren Lauf nehmen. Ne? Wenn ich Dinge anpflanze, dann habe ich erstmal was zu tun, aber da muss ich darauf vertrauen, dass dann ist das, was danach kommt, quasi, wir haben ja auch die Fürsorge hier, den Prozess zu unterstützen, indem ich einfach für die richtige Energie sorge. Und das ist dieses berühmte, was ja viele immer sagen, den Raum halten oder die Energie halten. Bedeutet einfach nur, dass ich in Phasen, wo ich noch keine sichtbaren Erfolge habe, wo ich noch nicht sagen kann, all das, was ich jetzt gemacht habe, trägt Früchte. Ja, dass ich in diesen Phasen mich zurücklehnen kann, weil ich mir sicher bin, dass all das, was ich getan habe, Früchte tragen wird. Und das ist häufig aus vielleicht auch urkindlichen Enttäuschungen heraus, dass du das Gefühl hast, so, ich traue dem Ganzen nicht. Ich will sofortige Erfolge haben, sonst kann ich nicht vertrauen, sonst kann ich mich nicht hingeben. Ich kann mich Prozessen nicht hingeben. Das bedeutet ja auch, in den Fluss zu kommen. Geduldig zu sein kann richtig Spaß machen, wenn man weiß, dass das passieren wird. Also es ist ja häufig nicht, das Problem ist ja nicht die Geduld, sondern es ist dein Misstrauen während des Wartens. Das ist das Problem. Weil wenn du jetzt sicher wüsstest, wenn ich dir jetzt sagen würde, sagen wir zum Beispiel, ich nutze das Finanzbeispiel, weil es einfach so monetär und offensichtlich ist, aber münzt das um auf alles, münzt im wahrsten Sinne des Wortes, münzt es um auf alles das, was für dich zutreffend ist. Ja? Sagen wir, den Partner, die Partnerin deiner Träume, die finanzielle Freiheit. Wenn ich dir sagen würde, nächstes Jahr im August ist alles erreicht, du bist finanziell frei, du würdest dich jetzt zurücklehnen, du würdest dich freuen, du würdest einfach jetzt bis August ganz anders leben. Ja, wenn du jetzt sicher weißt, dass das kommt. Ich dir sagen würde, du lernst nächstes Jahr im Dezember deinen Traumpartner kennen. Was glaubst du, wie du dein Leben jetzt genießen wirst bis nächstes Jahr im Dezember? Das Problem ist nicht das Warten. Das siehst du ja jetzt, ja, dass das nicht das Warten ist. Weil wir können warten, wenn wir sicher sind, dass das dann auch kommt. Das Problem ist dein mangelndes Vertrauen. Und daran darfst du arbeiten. Und mit dem südlichen Mondknoten ist das hier ein Karma, das du aufarbeiten darfst. Du darfst hier ins Vertrauen kommen, dass A, deine Handlungen Früchte tragen werden und dass das Leben logisch ist.
dass das Leben Entwicklung ist, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst, dass das Leben nicht stehen bleibt für dich, weil es dir böse ist oder was weiß ich, was auch immer, dass dir das Leben nicht Dinge verwehrt, die du haben willst, sondern dass solange du kontinuierlich, weil wir haben das Wissen hier, das Weiterlernen, solange du weitergehst, wirst du dich weiterentwickeln. Solange du dich weiterentwickelst, wird sich dein Leben weiterentwickeln. Und das ist so etwas, dieses tiefe Verständnis, nicht auf der kognitiven Ebene, sondern wirklich auf dieser Gefühlsebene, dieses tiefe Verständnis der Gesetze des Universums. Wenn du das verstanden und verinnerlicht hast, dann weißt du, wie Dinge funktionieren. Ja? Wenn du alles hast, dann weißt du, das geht. Wenn ich mir heute bei IKEA einen Schrank kaufe, dann weiß ich, vorausgesetzt sind alle Schrauben drin, ja, aber das ist beim Leben in der Regel so gegeben, dass alles da ist, bei IKEA nicht immer. Ja. Aber wenn alles da ist, dann weiß ich, das ist ein Prozess, der halt eine Zeit dauert. Ich weiß, dass ich am Ende des Tages habe ich mir einen Schrank gebaut. Warum? Weil ich, wenn die Anleitung da ist und ich dem stur folge, dann geht das. Punkt. Aus. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Und wenn man mal die falsche Schraube reingibt, dann kann man die auch wieder rausgeben und eine neue reingeben. Also diesen Prozess und deinen Fähigkeiten auch zu vertrauen und dem auch zu vertrauen, dass du musst ja jetzt nicht die Fähigkeiten haben, die du in 3 Jahren brauchst. Du entwickelst dich dahin. Die Fähigkeiten kommen dann, wenn du sie brauchst. Dann gehst du darauf zu, entwickelst diese Fähigkeiten und dann hast du sie. Also wirklich, du darfst hier wirklich dieses Misstrauen, das du in dir trägst, was hier wirklich ein Schattenanteil von dir ist, in Zuversicht umwandeln, immer mehr. Und dann wirst du spielerisch. Und dann ist der Herrscher diese Energie, auch dieses Spielerische. Ja, ich habe Kontrolle und ich gebe sie wieder ab. Ich habe Kontrolle und ich gebe sie wieder ab. Da macht das Universum, da mache ich. Ja, dieses Fließen mit deinen Fähigkeiten, mit den Gesetzen des Universums. Sich auch mal zurückzulehnen und zu schauen. Ja, schau das Universum, du und das Universum ist halt quasi Teampartner. Ja. Und da sagst du, hey Universum, ich mache jetzt meinen Teil, ja, darfst dich zurücklehnen und wenn ich gemacht habe, bist du wieder dran. Ja? Ganz einfach, da macht jeder seinen Teil. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba.